Hallo, heute gibt es einen Beauty Haul von mir. Ich habe bei Douglas bestellt und ich war auch im DM. Das heißt, es ist hoffentlich für jeden was dabei. Ein bisschen High-End, ein bisschen Drogerie. Und ich fange mal an mit meiner Douglas-Bestellung. Ich habe mir zum einen bestellt den Eclat Minute Embellisseur Teint. Entschuldigt, wenn ich es falsch ausspreche, von Clarins. Ein Make-up Highlighter nennt sich das. Und zwar soll der, ich lese mal eben ganz kurz vor, der transparente Make-up-Highlighter zaubert bei jedem Licht einen gleichmäßigen Teint und frische, vitale Ausstrahlung, fixiert die Foundation für ein natürliches Finish und perfekten Halt, flüssige Textur, bla bla bla. Also es ist ein Make-up-Highlighter, man kann ihn unter die Foundation mischen oder alleine tragen oder unter die Foundation geben. Das Ganze sieht so aus. Ich habe die Farbe 02 und ich habe es noch nicht so ausreichend getestet, dass ich euch sagen könnte, wie ich es finde. Ich finde es sehr stark parfümiert, was ich als kleinen Minuspunkt sehe von der Wirkung und so. Das hat mir ganz gut bis jetzt gefallen, aber ich werde euch nochmal genaueres dazu berichten. Bis jetzt ist es ganz in Ordnung und ja, vielleicht kommt eine extra Review vielleicht in meinen Favoriten, muss ich mal schauen. Das hat gekostet 26,95. Das war dieses gute Stück. Dann habe ich mir einen Chanel Lippenstift bestellt und zwar einen Rouge Coco in der Farbe Peregrina. Ich wollte gerne einen richtig tollen Peach-Frühlingston haben und den habe ich bei Chanel gefunden. Er sieht ein bisschen nude aus, aber er ist richtig schön Peach, würde ich sagen. Ich habe ihn auch schon getragen. Er sieht sehr, sehr schön aus, sehr dezent. Man kann ihn wunderbar im Alltag tragen und ja, er riecht natürlich wunderbar nach Rose, wie alle Chanel-Lippenstifte. Hält wunderbar und ja, ich mag ihn sehr gerne. Der kostet 28,95. Ich habe dann noch die 5 Euro Rabatt eingelöst und es gab sehr, sehr viele Goodies. Ich zeige euch mal zwei, drei Stück nur. Es gab einmal von Cavalli so eine Klatschtasche, die gab es dazu. So sieht sie aus. Ich finde sie eigentlich ganz nett. Kann man durchaus mal benutzen. Und dazu das neue Parfüm als Probe. Das Just Cavalli, was ja auch schon in meinem neuesten Favoritenvideo ist. Mag ich sehr gerne. Dann gab es zu jeder Clarins-Bestellung so eine Nachtcreme in 15 ml dazu, was ich echt cool finde. So sieht es aus. Die Multi Regenerant Nuit. Habe ich noch nicht probiert. Und dann gab es noch, also das habe ich auch als Probe dazu bekommen, so ein Gesichtsöl von Clarins in so einer Probegröße, was ich auch ziemlich cool finde. Das habe ich auch schon ein paar Mal verwendet. Das sieht so aus, ganz niedlich. Real Lotus heißt das. Und dann gab es noch eine Biotherm Aqua Source Creme dazu in 15 ml. Also echt einiges und noch viel mehr. Das sind jetzt so die Sachen, die ich gerade gefunden habe. Das war meine Douglas-Bestellung. Ich habe noch ein High-End-Produkt, das hat mein Freund mir geschenkt. Habe ich mich sehr drüber gefreut und habe ich gar nicht mit gerechnet. Und zwar ist das aus der Strange LE, glaube ich, ein Blush. Ich benutze ihn als Bronzer oder zum Konturieren. Dafür eignet er sich wirklich sehr, sehr gut. Das ist die Farbe Taupe Shape. Ist ein Satin Finish, also so ein ganz leichter Glow gibt es ab. Und ja, mag ich sehr gerne. Habe ich mich sehr gefreut. Und dann kommen wir zu den Drogeriesachen, die ich bei DM gekauft habe. Ich habe mir einmal einen Catrice Made to Stay Long Lasting Eyeshadow geholt. Der war reduziert auf 1,75 in so einer Krabbelkiste, was ich ziemlich cool finde. Und zwar in der Farbe Romance Gone Bad. Das ist so eine wunderschöne, ja, gräuliche Silberfarbe. Habe ich auch schon mal getragen. Sieht sehr schön aus. Und hält auch sehr lange auf dem Auge. Dann habe ich mir noch gekauft
von P2 ein Volume Gloss Nagellack. Ich habe auch heute einen drauf, das ist nicht der, sondern dieser, der in der DM-Box war, habe ich euch auch ein Video zu gemacht. Und ich habe mir diesen hier noch gekauft, weil es mir doch echt ganz gut gefällt. Und zwar die Farbe 060 Happy Bright. Fand ich jetzt für den Frühling wunderschön. So ein Korall-Peach-Ton. Passt nicht ganz gut zu dem Lippenstift, weil der hier noch ein bisschen pinker ist. Aber hat mir trotzdem sehr gut gefallen. Werde ich euch berichten, wie ich die Nagellacke finde. Dann habe ich mir noch gekauft, auch von P2, aus dem neuen Sortiment, den Lip Designer Velvet Matte Lipstick. Die fand ich sehr, sehr interessant. Ich habe mir diese Farbe hier geholt. Das ist die Farbe 030 Stylish Plateau. Wie gesagt, sind die matt und sollen 14 Stunden halten, worauf ich sehr gespannt bin. Ich habe mir so eine orange Korallfarbe gekauft. Hat mir auch sehr gut gefallen jetzt für den Frühling und bin ich sehr gespannt. Dann habe ich mir noch gekauft von Essence die neue I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Von der schwärmen ja recht viele. Und die Bürste hat mich auch sehr angesprochen. Also ich komme mit solchen Gummibürstchen sehr gut zurecht. Ich bin gespannt, wie es mit dieser sein wird und ob ich sie vertrage, weil ich manchmal Probleme mit den Essence Augenprodukten habe von der Verträglichkeit her. Aber bin ich sehr gespannt und werde ich testen und euch natürlich auch berichten. Und das letzte, was ich mir gekauft habe, ist ein Pflegeprodukt von Alverde. Und zwar ist das die Augencreme Augentrost Calendula. Ich brauchte ja eine neue. Ich habe mich jetzt erstmal für diese hier entschieden. Bin ich sehr gespannt. Das ist eine intensive Pflege für die Augenpartie mit Calendula-Extrakt. Und Mandelöl, ja, bin ich sehr gespannt, kann ich euch auch gerne berichten, wie von allem. Entweder ein Favoriten oder was auch immer. Und das war mein Beauty Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir gerne. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!